Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Freunde, erstmal, ihr seht heute wieder fantastisch aus. Viel, vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin sehr gespannt. Wir hören heute rein bei Hava mit Liebe und Hass. Und ich freue mich sehr. Es ist nicht mehr lange bis zum Konzert, Freunde. Dann sehen wir uns. Ich bin in Hamburg am Start. Es wird sehr, sehr schön. Und ich freue mich sehr. Und ja, deswegen, ich freue mich über jeden Track, der jetzt noch rauskommt. Und Liebe und Hass ja, wird jetzt abgecheckt. Ich freue mich sehr. Let's go. Ich glaube, wir lieben nur das, was wir früher mal waren. Boah, wie cool sieht das denn aus, bitte? Oh mein Gott, ich liebe diese Melodie. Ich glaube, ich liebe diese Melodie jetzt schon. Wir sind so wie Liebe und Hass. Das passt nicht zusammen. Oh, ich liebe diese Melodie. Check ich direkt. Der erste Morgen nach dir. Sehr cool, ihr Schatten ist eine Rose. Cooles Detail. Ich wache auf mit ein paar Sorgen zu viel. Oh, stark, starke Zeile. Starke Zeile. Stark. Ich wache auf mit ein paar Sorgen zu viel. Stark. Wo haben wir uns verloren? Welcher Zeitpunkt, welcher Ort? Ich hab gemerkt, wie stark ich ohne dich bin. Es ändert nichts, wenn du mir Rosen mitbringst. Das ist eine krasse Zeile, finde ich. Ich habe gemerkt, wie stark ich ohne dich bin. Was ja eigentlich in einer schönen Beziehung genau andersrum sein sollte. So, ich habe gemerkt, wie stark ich mit dir bin. So, weil, ey, ich sag's immer wieder, ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber eine Beziehung sollte immer eine Entlastung sein und nie eine Belastung. Sobald eine Beziehung eine Belastung ist, ist irgendwas faul. Ich meine nicht, natürlich ist es manchmal stressig. Natürlich gibt es auch mal so Streitpunkte oder whatever. Und man denkt sich, ah, das ist jetzt gerade stressig, auch noch das und das. Hm. Aber ich meine wirklich, wenn es so der Standard. Wenn der Standard eine Belastung ist und keine Entlastung, dann läuft da auf jeden Fall irgendwas schief. Was haben wir zu verlieren? Wenn wir am Ende sowieso nicht gewinnen. Wow. Und wenn ich reden wollte, hast du geschwiegen. Oh, das ist so stark. Wow. Ist das Trockeneis auf dem Boden? Es sieht so aus, oder? Ich kann es gar nicht genau einschätzen. Sieht aber sehr, sehr cool aus. Sehr cool geworden. Das passt nicht zusammen. Stark. Und ein Teil von dir liegt noch in mir. Wann hast du ihn ab? Ich glaube, der Track wird live richtig schön sein, weil das ist so eine ruhige, ein bisschen bedrückende Stimmung. Ich glaube, der wird live richtig schön sein. Es passt nicht, weil wir sind so wie Liebe und Hass. Dich füreinander gemacht. Geiler Shot, wow. Ich dasselbe fühle wie du. Um mich dafür zu kämpfen, gibt es Gründe genug. Weil es beginnt von vorn. Und ich glaub dir kein Wort. Boah, ich mag diese ruhigen Tracks oder diese ruhige Atmosphäre von ihr hier gerade sehr, sehr gerne irgendwie. Ich weiß nicht. Sehr schön. Was du sagst, und wenn es wahr ist. Boah. Leere Wohnung ist ja wie du atmest. Deine Sorgen auf den Schultern, ich ertrag's nicht. Ich bin nicht dieselbe, wenn du da bist. Boah, das hittet, so eine Zeile hittet. Ich bin nicht dieselbe, wenn du da bist. Oh. Ich glaube, wir lieben nur das, was wir früher mal waren. Wir sind so wie Liebe und Hass. Boah, ich liebe diese Melodie. Passt nicht zusammen. Ich liebe diese Melodie wirklich. Oh mein Gott. Ich glaube, wir lieben nur das, was wir früher mal waren. Stark. Und das passt nicht zusammen. Und ein Teil von dir liegt noch in mir. Wann hast du ihn? Boah, ich bin so froh, dass der Track eine Single bekommen hat noch und ein Musikvideo, weil ich finde, das ist einer, der vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen untergehen könnte, aber das ist einer meiner Lieblingstracks irgendwie von den neueren von Hava, habe ich das Gefühl, weil die Melodie catcht mich, der Vibe catcht mich, es ist ein bisschen ruhiger, das mag ich irgendwie auch gerne. Sehr stark. Du machst nicht, weil wir sind so wie Liebe und Hass. Ich füreinander gemacht. Sehr, sehr stark. Ich füreinander gemacht. Boah, es ging so schnell um irgendwie. Wo sind die 3 Minuten hin? Es ging so schnell um.
Boah, aber super cooler Track. Super, super, super cooler Track, Mann. Hat mich sehr abgeholt, muss ich sagen. Hat mich sehr, sehr abgeholt sogar. Cool. Ach Mann, ey. Ich bin so froh, dass wir so viel irgendwie Content bekommen von Hava. Wir haben letztens ein Liver-Album gehabt. So, wir haben irgendwie so viele Sachen, die gerade rauskommen, die so Spaß machen, mit euch zusammen anzuhören. Und ich freue mich auch sehr, sehr auf die weiteren Songs von Hava natürlich. Wir werden alle zusammen abchecken. Konzert in Hamburg bin ich am Start. Es wird so cool, glaube ich. Ich freue mich da schon echt lange drauf. Und wird einfach geil, glaube ich. Wird einfach sehr, 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 sehr cool. Liebe und Hass, wie ich gesagt habe, könnte so ein bisschen underrateder Track sein, der so ein bisschen untergeht auf den ersten Blick. Aber der hat irgendwie so einen besonderen Vibe, dieses ruhige, die Melodie liebe ich. Und irgendwas hat er mit mir gemacht, was mich sehr gecatcht hat. Deswegen für mich auf jeden Fall ein sehr starker Track von Hava. Gerade weil ich diese ruhigere Seite von ihr gerne mag. Und die haben wir hier auf jeden Fall zu hören bekommen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns natürlich bei einem weiteren wunderbaren Video. Ich hoffe, ihr bleibt alle so fresh und gut aussehend wie immer. Ganz wichtig, Freunde, vergesst heute nicht zu lächeln. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Ja, und dann sehen wir uns und ciao.